Was war die Aufgabe für dich? Wenn ich an dem Turnier teilnehme. Weil ich derjenige bin, der dir gesagt hat, was du tun sollst. Und ich derjenige bin, derjenige, der dein Treffen mit Ben verschafft, wenn alles vorbei ist. Wenn Ben das Turnier gewinnt, warum sollte ich dann daran teilnehmen? Du musst etwas über Ben wissen. Für ihn ist rohe Gewalt das Einzige, was zählt. Wenn du beim Turnier auftauchst, könnte er dich als jemanden ansehen, mit dem er reden sollte. Ich rede nicht davon, zu versuchen, das ganze Turnier zu gewinnen. Das wäre Selbstmord. Gewinn ein oder zwei Kämpfe, hol dir das Gold und dann können wir darüber sprechen. Okay. Was sagt Simon? Okay. War Fressen einschlagen. Mit Morty bin ich als Sieger hervorgegangen. Respekt einiger Leute verdient. Ich guck mal, mit wem ich mich noch prügeln kann. Ivan. Ach, der ist der Händlertyp. Der wird sich nicht mit mir prügeln. Der doch Bohrer, verbesserter Spießrapier. Der hat ja nur die. Ah ja, der hat auch die Klinge der Gerechtigkeit. Wie viel kostet die bei dem? Ah, okay. Auch derselbe Preis. Armbrust der Südländer. Jagdarmbrust, okay. Die ist ein bisschen besser als die Araxos-Armbrust. Weil er sieht nicht so aus wie so ein schwieriger Gegner. Gemischtwarenhändler. Wo bekommst du diese Dinge? Du weißt, wie das hier ist. Hier verliert jemand etwas, manchmal schwinge ich eine Schaufel, jemand bringt wertvolle Beute und tauscht die betrunken gegen Grog ein. Okay, magisches Potenzial. Ah, das war der Typ, der die ganzen Ringe und so hat. Boxer, Magier, Piraten. Der zweite Talentbonus wäre nicht schlecht, aber Geschicklichkeit. Ich brauche etwas, was mir, wenn dann eher vielleicht einen Stärkebonus oder sowas gibt. Von Mutaniern, Piraten, Südländer. Das ist definitiv nicht mein. Oh. Der Schrecken der Stämme. Rüstungsdurchdringung. 110 Stärke braucht das. Könnte ich zusammenkriegen. Langer Säbel. Duellschwert. Einhändige Waffe. Große Axt. Militärischer Speer. Das Gottesurteil. Zweihändige Waffe. 95. Sklaventreiber. Zweihändige Waffe. Benötigt Stärke. Morgenstern, Drohnen, Haie, Warane. Ich glaube, jetzt habe ich schon gelesen, oder? Bin mir da nicht ganz sicher. Die Legekatesse der Holzwürmer. Alles klar. Schrecken der Stämme kaufe ich mir. Ah ne, ist eine einhändige Waffe. Ich brauche eine zweihändige Waffe, die recht gut ist. Geschicklichkeit, Stärke. Sklaventreiber hört sich nicht schlecht an. Rüstungsverdringung 10. Böses vernichten. Böses vertreiben. Magieschaden, okay. Na gut, ich lasse es so. Weil ich glaube, das Schwert ist bis jetzt so das Beste, was ich so kriegen kann. Dinkel. Warte mal. Will der sich mit mir prügeln?
Wer bist du? Ich bin Dinkel. Früher war ich ein Bootsmann auf einem großen Piratenschiff. Und jetzt habe ich nur noch diese hässliche Hütte. Seit Wochen sitze ich hier und glaube, ich sterbe vor Langeweile, bevor ich endlich wieder zur See stechen kann. Warum putzt Thoma dein Haus? Weil er weiß, wenn es hier nicht sauber ist, bekommt er den Kopf eingeschlagen. Ist er dein Sklave? So könnte man es nennen. Der ist so etwas wie ein Souvenir aus meiner Zeit, als ich noch auf dem Meer unterwegs war. Ich habe ihn auf meinem Handelsschiff mitgenommen. Nein, ich hätte sogar das Dach meiner Hütte repariert. Ich glaube, er war früher Zimmermann oder so. Es ist schön, jemanden zu haben, der sich um deine Hütte kümmert, wenn du auf der Jagd bist und gerade mit schlammigen Stiefeln aus dem Sumpf zurückkommst. Du musst ihn gehen lassen. Bist du verrückt? Er ist mein Sklave. Wenn du ihm nicht sofort beim Aufräumen helfen willst, verschwindest du besser. Ich werde für sein Leben bezahlen. Für weniger als 2000 Goldstücke werde ich ihn nicht gehen lassen. Vergesst mir diesen Fall. Dinkel wird mich nicht einfach so davon gehen lassen, aber ich danke, dass du es versucht hast. Ist alles in Ordnung mit dir? Weißt du, mir ist wirklich nicht nach Reden zumute. Ich kann dich hier irgendwie rausholen. Versuch nur nicht, ihn zu verprügeln. Der Typ ist hier allgemein beliebt und wenn ihm etwas passiert, bin ich der erste Verdächtige. Wenn du mir wirklich helfen willst, lass es so aussehen, als würden mir ein anderer Teil der Zuflucht etwas reparieren. Jeder weiß, dass ich Zimmermann bin und mich ein bisschen mit Bauwesen auskenne. Wie geht's weiter? Du müsst dir schon selbst etwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, wie ich an den Wachen vorbeikomme. Fangschreckenköpfe gesucht. Und irgendwo hier sind auf jeden Fall Sumpfhaie. Die machen immer so komische Geräusche. Frag nicht warum, aber Simon hat erzählt, dass er 25 Fangschreckenköpfe kaufen will. Ich glaube, sie wollen ein Spiel mit den Jungs organisieren, aber wer weiß das schon. Ja, hör mal, wenn du gerade von einer Jagd zurückkommst oder etwas von diesem Mist bei dir hast, kauft Simon es gerne für den vollen Wert in Gold ab. Falls du noch nicht wusstest, er hat die meiste Zeit des Tages die Hütte von Cortez bewacht. Okay. Das ist auch noch ein Pirat. Pirat. Die werden sich nicht mit mir prügeln wollen. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal zu Simon und verkaufe ihm mal meine Fangschreckenköpfe. Ich habe alles, was du brauchst. Oh, ich habe nur 4. Ist aber eine Menge wert. Ich glaube, dass ich ihn mal für 6 Gold oder so verkauft habe. Hero. Ach, der Gepold glaube ich auch mal. Oh, lass uns handeln. Was hat denn der eigentlich? Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, was er hat. Waldbeeren verkauft, ja. Und er hat natürlich die ganzen Wassermagier-Zauber. Lauter Mist. Larry. Alter, der riss den Kopf aber weit. Wie wär's mit einem kleinen Duell? Bitte, warum sollten wir kämpfen? Anscheinend kann ich mir in der Flucht für den Respekt mit der Faust verdienen. Haha, da ist was dran. Vielleicht ist das der Grund, warum ich
noch nicht viel davon habe. Ich bin nicht der Typ Mensch, der täglich Kämpfe ausfürchtet. An diesem Ort ist es fast schon Pflicht. Der Ripper hat mir viel zugemutet, also wird mir ein bisschen Übung gut tun. Sag mir, wenn du bereit bist. Lass uns kämpfen. Okay, folge mir. Fangen wir mal an, möge der bessere Mann gewinnen. Nimm diesen Kampf aber nicht zu ernst. Geist. Wie geht es dir? Ich bin gerade beschäftigt, ich habe keine Zeit zu plaudern. Okay. Und es geht auch so. Verdammt, das ist wirklich ein guter Kämpfer. Tja, ich bin wohl nicht zum Kämpfen geboren. Eine Mahlzeit zubereiten. Wo ist es denn? Ah. Da mache ich alle. Ein paar davon zu essen bedeutet immer wieder meine Stärke zu erhöhen. Stärke plus 1. Das sind 40. Ne, das sind 70. Ach komm, ich esse es trotzdem. Je mehr kleine Bonis ich draufkriege, desto besser. Kann ich mich mit Thiago prügeln? Ist in letzter Zeit etwas passiert? Nein, praktisch nichts, aber es ist okay. Es ist besser, sich zu langweilen, als sich mit ungebetenen Gästen herumschlagen zu müssen. Wer bist du? Mein Name ist Thiago und ich bin ein Crewmitglied des berühmten Cortez. Ich bin dafür verantwortlich, dass nicht jeder unser Lager betritt. Zum Glück sind die Sümpfe selbst normalerweise schon abschreckend genug und es treibt nicht viele allzu Neugierige dort herum. Erzähl mir von Cortez. Cortez ist der Anführer der Zuflucht und Kapitän der Lorietta, das Schiff, das du hinter uns siehst. Das Schiff Wrack? Du kannst mir glauben, dass es früher viel besser aussah. Vor vielen Jahren segelte Cortez über die Meere und war ein Schrecken für die Seeleute, indem er Häfen und Handelsfregatten plünderte. Er war ein furchtloser Seewolf mit einer Menge Beute auf seiner Liste. Ich könnte dir eine lange Geschichte darüber erzählen, aber am besten erfährst du die Details von ihm selbst. Oh. Hör zu, ich habe nachgedacht. Ich würde gerne etwas Geld verdienen. Ich habe eine Idee, wie du davon profitieren könntest. Dann lass mal hören. Prima, wenn du möchtest, kann ich dir das Schießen beibringen. Obwohl du mit dem Bogen, auch mit der Armbrust. Ich werde übrigens üben. Interessiert? Du bringst mir also bei, aber gegen Geld. Ja, aber sei versichert, dass ich nicht viel nehmen werde. Ich kann dir auch zeigen, wie du Schlösser öffnest und Trophäen erbeutest. Das sind sehr schnelle Wege, um Geld zu verdienen. Aber das Jagen muss ein paar Grundlagen wissen. Ich will dir nicht erklären, aber ich erzähle dir, wie man Fett, Zangen und Reptilien heute gewinnt und Blutfliegen ausnimmt. Bring mir was über die Jagd bei. Wenn du den Beutel vorbereitet hast, dann ja. Okay. Nun, ich kann dir nichts mehr beibringen. Schlösserknacken, fortgeschritten, 600 Gold. Komm, gib mir. Wie man besser Schlösser öffnen kann. Um ein hochwertiges Schloss zu öffnen, brauchst du weniger Geduld als vielmehr Gefühl. Du musst es sanft, aber bestimmt auffassen. Und prüfe vorsichtig, ob der Dietrich in den Mechanismus passt. Ein fester Widerstand ist ein Zeichen dafür, dass du in die andere Richtung drehst. Also denk dran. Oh. Wie sehr hast du dich gut eingerichtet? Wenn du so fleißig bist, zeige ich dir, wie du dich unbewegsam Gelände im Sumpf schneller fortbewegst. Natürlich nur, wenn du etwas Gold übrig hast. Akrobatik kostet mich 2 Punkte. 200 Gold. Ach komm. Sieh mal, anstatt auf diese Mischung aus Wasser und Pflanzen zu warten, ist es manchmal besser, einfach so weit wie möglich vorwärts zu springen. Wenn du über einen Abhang fliegst und tiefer landest, als du erwartest, winkle deine Beine bei der Landung an
um den Schwung abzufedern. Okay, cool. Wir haben jetzt einige gute Sachen. Alchemie-Anfänger, Bogenbau. Einige gute Sachen beigebracht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt nicht ein bisschen mehr in Stärke stecken soll. Statt in Alchemie. Mahlzeit zubereiten. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier. Wo ist denn das? Ah. Brotaufstrich aus Drachenwurzeln. Ich kann 6 Stück machen. Mach mir aber mal 2. Und komm, ich mach mir 3. Das wären halt 9 Stärke auf jeden Fall. Jetzt gucken, ich habe noch 7 Drachenwurzeln, okay. Aber ich will mir eigentlich Tränke draus noch Tränke draus machen. Entkommen. Nee, das Turnier. Ich soll mit Proximo über die organisatorischen Fragen des Turniers sprechen. Okay, ich habe keine Ahnung, wer Proximo ist. Oder wo. Aber ich schau mal in der Taverne nach. Ah, stimmt, ich kann jetzt weiterspringen. Ripper. Oh. Hey Freund, hast du mich vergessen? Hast du etwas für mich? Nein, es ist vorbei. Ich glaube, du kommst vielleicht davon, Versager. Was für ein brutaler Kerl, ja Mann. Der brutale Kerl, der von dem anderen brutalen Kerl angegriffen wurde. Du bist in letzter Zeit viel im Sumpf herumgelaufen. Hast du schon eine dieser grünen Blutfliegen gesehen? Die Mistviecher stechen unglaublich stark. Wenn du Pech hast, kann ich schon ein einziger Kratzer umhauen. Ich habe nicht die Absicht, mich auf etwas einzulassen, das mit Blutfliegen zu tun hat. Ich weiß etwas darüber. Dieses Gift muss wirklich gefährlich sein. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Sumpfhaie versucht, den fliegenden Mistviechern auszuweichen. Also habe ich mir überlegt, das wäre, wenn ich es selbst nutzen würde. Du weißt ja, dass nicht jeder hier mit offenen Karten spielt und der Sumpf ist, tut das gar nicht. Ein Mann muss einen Vorteil haben. Wenn du so einen Stachel in die Finger bekommst, kaufe ich ihn dir gerne ab. Ein Sumpffliegen erkennt man einfach an ihrem grünen Körper. Vergiss es, es war nur ein kleines Missverständnis. Wie sieht es aus? Hast du meine 20 Goldstücke? Was? Die Rollen sind vertauscht, gib mir das Geld. Na gut, schlag mich nicht noch einmal, das ist alles, was ich habe. Wie geht's dir? Ist alles gut, solange ich etwas zu trinken habe. Ich habe mir nur einmal ausgeholfen. Das ist halt die Sache. Was machen diese Wachen hier? Sie sind schon seit einiger Zeit hier. Gott, das hat alles aus ihnen herausgepresst. Und zumindest jetzt sind wir sicher, dass die Wachen keine Ahnung von unserer Hütte haben. Wir können sie nicht mehr gebrauchen, aber zumindest dienen sie als Kontakt zu den anderen Abtrünnigen auf der Insel. Unser Captain weiß gerne, was los ist. Woher kommst du? Von den südlichen Inseln, siehst du das nicht? Cortez hat uns alle zusammengebracht. Das waren noch Zeiten. Nur Thiago ist nicht von unserer Seite. Thiago? Wir nahmen ihn auf, als er noch ein Kind war, und halfen uns, dem Paladin zu entkommen. Wenn er nicht gewesen wäre, du hast ihn sicher auf dem Weg zur Zuflucht getroffen. Oh, ich hole mir erstmal seinen Geldbeutel. Was machst du? Wir besuchten früher alle Häfen des Königreichs. Mädchen, eine Flasche Wein in der Hand, ja, die Träume. Ich kann dir nicht viel über unsere Einnahmequellen erzählen. Vielleicht kann Cortez eine Arbeit für dich finden. Ich habe, was du wolltest. Toll, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich das Gift auf die Klinge richtig dosieren kann. Ich denke, ich werde mit Hiro darüber reden. Hier, deine Belohnung. Oh, Sumpfheizahn. Ein Grog, Stachel der Blutfliege, 50 Gold. Und die Erfahrung ist natürlich viel besser. Was ist das für ein Ort? Das ist die berühmte Lorietta, das Schiff des alten Seewolfs Cortez. Ja genau, der in diesen hochgelegenen Hütte sitzt. Früher waren wir ein Albtraum für die Händler, aber irgendwann hat uns das Meer bestraft. Aber wenn einer stirbt, wird ein neuer geboren und deshalb
kannst du im Inneren des Schiffes ein leckeres Bier genießen. Ist das nicht toll? Nur mein Gasthaus bewahrt die Menschen in der Zuflucht davor, vor Langeweile zu sterben. Ich meinte die Zuflucht. Hast du das Schiff selbst in ein Gasthaus umgebaut? Naja, nicht allein. Teilweise helfen mir die Crewmitglieder, aber vor allem mein Kumpel Vincent. Eine Menge Arbeit, aber ich denke, das Ergebnis ist zufriedenstellend. Fox, Tara, Lautnest. Ivy. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ja, okay. Muss ich nur gucken, mit wem ich hier quatschen muss. Oder gesagt, wo der Dude ist, mit dem ich quatschen muss. Das Turnier mit Proximo. Wo ist denn dieser Proximo überhaupt? Ist der da hinten? Das ist auf jeden Fall nicht Proximo, ist Ivan. Das ist ein Pirat. Das ist auch ein Pirat. Das ist auch ein Pirat. Das ist auch ein Pirat. Homer. Das Dinkel. Da muss ich mal gucken. Vielleicht ist er aber auch in dem hinteren Teil. Ist Proximo einer von diesen Wachen? Morty. Ah, hier hinten sind ja auch noch Leute. Saul. Oder eher Saul. Das ist auch der Goodman. Leonardo. Ah, Proximo. Hey, ich möchte gerne an dem Turnier teilnehmen. Ich habe gehört, du hast ein paar Fähigkeiten. Vielleicht wird das ja eine Show daraus. Damit ich gegen die anderen Teilnehmer antreten kann. Natürlich kannst du das. Gleich nachdem du den entsprechenden Eintrittspreis bezahlt hast. Ich muss bezahlen, um kämpfen zu können. Wie hast du dir das vorgestellt? Je berühmter der Kämpfer ist, desto weniger muss er für die Teilnahme am Turnier bezahlen. Für besondere Gäste und Publikumslieblinge ist die Eintrittsgebühr natürlich nur gering. Wir finanzieren die Preise und andere Attraktionen finanzieren und weiß aus Erfahrung, dass Amateurkämpfe nicht nur unspektakulär, sondern auch extrem kurz sind. Aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Sobald du mir das Gold gibst, werde ich dich sofort auf die Teilnehmerliste setzen. Das verstehe ich. Wie viel willst du? Lass mich überlegen. 100 Goldstücke. Bezahlen. Perfekt. Jetzt unterschreibe das Dokument über die Teilnahme am Turnier. Okay, alles bereit. Schlaf dich aus und wir sehen uns morgen in der Höhle am Eingang der Arena. Falls du noch nicht in der Zuflucht warst, es ist... Die ist im westlichen Teil der Zuflucht. Okay. Ein paar Fressen schlagen. Vielleicht kann ich mir da ja ein bisschen... Oh. Hat recht, der Kampf gegen die Menschen in der Zuflucht hatte Auswirkungen auf die Startgebühr des Turniers. Der Sieger hervor. Bist du Fischer? Wobei, ich quatsche mit den Leuten danach, ja. Weil dann... Gehe ich jetzt offscreen noch schnell in die Stadt, lerne da ein bisschen Stärke und komme dann wieder zurück. So mache ich das. 10 mehr Stärke wird mich auf jeden Fall carryen.